Liebe angeklagt wegen Hochverrat. Ich schalte YouTube ein und sie sind alle da. Punk ist tot, Punk ist tot. Ja, und jetzt geht's schnell bergauf. Nicht du, was für ein Lebenslauf. Punk ist tot. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich liege nie falsch. Einmal dachte ich, ich läge falsch, aber da lag ich falsch. Ich bin ein Rüde, ein Viertel rattig, drei Viertel müde. Notiz an mich, die dicke Praktikantin möchte nicht mehr Praktifant genannt werden. Mein Mann erzählte mir gerade, er habe den Körper eines griechischen Gottes. Hab ihn dann aufgeklärt, dass Buddha kein griechischer Gott ist. Ich schaffe das nicht mehr, packen Sie mir das ein, ich nehme den Rest nach Hause. Das ist eine Klausur. Oh süß, wie alt ist er denn? 27 Monate. Wissen Sie, wie spät es ist? Klar, 927 Minuten. Ich gehe also in dieses Geschäft, weil auf der Tür geöffnet steht. Beim Rausgehen steht er plötzlich geschlossen. Jetzt bin ich eingesperrt. Die Ameise auf dem Boden ist auf der Suche nach etwas Essbarem. Ich folge ihr seit einer Stunde unauffällig. An den neuen meiner Ex. Es ist mir egal, wenn du mir Fotos von euch beim Küssen schickst. Ich weiß, wo ihr Wunsch schon vorher war. Als Baby wirst du für ein Bäuchchen gelobt, dann perfektionierst du es jahrelang und dann heißt es, du Sau. Für Ihren Französisch-Vortrag kann ich Ihnen leider nur eine 5 geben. Gracias. Wie heißt die Zahl der Liebe? 2, 6, 8, 9, 3. Wieso das denn? Wenn zwei Menschen 6 haben und dabei nicht 8 geben, sind sie in 9 Monaten zu dritt. Und hier, meine lieben Zuschauer, unser Bericht von der zweiten Weltmeisterschaft im Wettbumsen. Am Start der Vertreter der USA. Erste Frau, zweite Frau, dritte Frau und der Teilnehmer gibt erschöpft auf. Nächster Starter ist der Franzose. Erste Frau, zweite Frau, dritte Frau, vierte Frau. Der Franzose läuft die obligatorische Stadionrunde. Fünfte Frau, sechste Frau und auch der Franzose gibt auf. Und nun Master Jam, unsere deutsche Hoffnung. Erste Frau, zweite Frau, dritte Frau, vierte Frau, Stadionrunde, fünfte Frau, sechste Frau, siebte Frau, achte Frau, erster Reporter, zweiter Reporter. Ein Mann besucht seinen Freund und findet ihn im Wohnzimmer am Tisch sitzend. Unter dem Tisch befindet sich ein 30 cm Tennisfeld, auf welchem sich gerade Agassi und Becker ein heißes Match liefern. Wie bist du denn dazu gekommen? Durch einen Flaschengeist. Hast du den noch? Kann ich mir auch was wünschen? Gerne, hier ist die Flasche. Er zieht den Stoppel heraus und ein sehr alter, zittriger Geist erscheint und fragt nach seinem Wunsch. Ich hätte gerne 10.000 Dollar. Sofort regnet es 10.000 Dollar von der Decke. Also dein Flaschengeist hört wohl schon sehr schlecht. Darauf der Freund. Sogar sehr schlecht. Oder glaubst du, ich habe mir einen 30 cm Tennis gewünscht? Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen, also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.